Ich starte mit einem Motiv, was Sie vielleicht kennen. Das ist von Paul Klee, der neue Engel, 1920 gemalt, ist umdefiniert worden, weitergedacht worden von Walter Benjamin in den Engel der Geschichte und er hat dazu Folgendes geschrieben. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässlich Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Walter Benjamin hat das 1940 geschrieben, im Antlitz des beginnenden Zweiten Weltkriegs, der von Deutschland aus initiiert wurde, mit den ganzen Katastrophen, die damit verbunden sind. Und ist sicherlich auch deshalb ein sehr pessimistischer Blick in die Vergangenheit. Ibrahim Musa, der für heute mein Gewährsmann ist und den einige von Ihnen ja auch schon kennen aus meinem Unterricht, sieht den Blick in die Geschichte ein bisschen anders und er tituliert das mit Progressive Tradition und startet, um diese Form Tradition zu verstehen mit diesem Bild, was auf jeden Fall besagt, ich kann nicht in die Zukunft gehen, wenn nicht mein Blick in die Vergangenheit ist, was notgedrungen passiert. Und Ibrahim Musa benutzt dieses Bild und das Zitat von Paul Klee. Im Folgenden möchte ich Ihnen ein bisschen ausführen, was für verschiedene Formen des Zugangs zur Tradition, des Gebrauchs der Tradition eben Ibrahim Musa ausmacht. Ich werde hinzuziehen andere Stimmen aus der islamischen Wissenschaft, um dann zu enden mit dem, und Idris Nasir, die hat mir den Spannungsbogen schon genommen, was mein favorisierter Zugang ist, nämlich das des Critical Traditionalisms. Und dazu werde ich auch noch ein bisschen veranschaulichende Texte Ihnen vorstellen. So, das ist der Fahrplan. Ich starte mit dem, was Ibrahim Musa doctrinaire traditionalist nennt. Traditionalism, or what some people call orthodoxy, is of course a highly differentiated category. Doctrinaire traditionalism is predominant in contemporary Islam. Here, the moral traditions formalized legal and ethical opinions of past jurists form the canon of normative teachings. This normativity, rooted in the past, is regarded as universally valid and perfect as inherited from the ancients. To depart from their views of past authorities is only permitted in very limited instances. Furthermore, fiqh is not subject to historicization. Doctrinaire traditionalist circles are indeed receptive to ethics and mysticism. The weakness of this approach, however, lies in aesthetic and idealistic notion of history. Authenticity lies in the experience and knowledge of the past, servants of the tradition. Contemporary experiences do not qualify to influence adaptations and change to the law or ethics. Knowledge developed in the present is either resistant or reluctantly adopted in order to supplement or update the inherited corpus of ethical teachings. While rigidity is the face of traditionalism in the modern period, historically speaking, this same tradition was much more robust and dynamic in its heyday. Versions of doctrinaire traditionalism are prevalent among large sect,
Christians, of Muslims in the Indian subcontinent, Africa, East and Central Asia, and the Middle East, and cuts across sectarian divisions of Sunni and Shia. So, also Sie sehen, das wird noch ein paar Mal so weitergehen mit den englischen Texten. Was meint Ibrahim Musa, wenn er von doktrinärem Traditionalismus spricht? Er meint, dass Normativität, also das, was Menschen vor Gott rechtfertigt, was sein Heil konstituieren kann, per se in der Vergangenheit liegt, in Bezug auf Ethik, Recht und Glaube. Ibrahim Musa fokussiert jetzt in den Texten, die ich hier mitgebracht habe, nicht so sehr auf Glauben, aber an anderen Stellen ist das bei ihm auch mitgedacht und deswegen von mir hier auch angeführt. Ja, und diese Vergangenheit ist universal gültig und von den Vorfahren quasi geerbt. Von diesen ererbten Ansichten der Gelehrten aus der Vergangenheit darf nur in ganz begrenztem Maße abgewichen werden. Ja, die Vergangenheit wird vereinheitlicht und idealisiert. Zeitgenössische Einsichten werden entweder abgelehnt oder so lange umgemodelt, bis sie zu dem passen, was man sowieso immer schon gedacht und gesagt hat. Die Kritik, die Ibrahim Musa daran äußert, an diesem Umgang mit Tradition ist, dass es nicht dem Ist-Zustand dessen entspricht, wenn man sich die Texte wirklich anguckt. Dann sieht man, dass Tradition immer vielfältiger war und immer widersprüchlicher, als hier in diesem Ansatz des doktrinären Traditionalismus vermittelt wird. Ja, also Sie kennen das. Vielleicht, wenn Sie ein klassisches Werk aus dem islamischen Recht angucken, der islamischen Kalam-Wissenschaft, dann gibt es da immer in der Scholastik ganz traditionell eine Questio, also eine Mas'ala, eine Frage, und dann beginnen die Antwort mit Ikhtalafal Ulama fi, die Gelehrten sind sich uneinig. Und dann kommen alle Meinungen, die es gibt, und wenn eine Gelehrtin, meistens ein Gelehrter, sehr selbstbewusst war, dann hat sie eher die eigene Meinung am Schluss auch noch hinzugefügt. Khaled Abul Fadl, ich führe den hier schon mal ein, so ein bisschen sneaky, der kommt später nochmal, sagt, in vielen Fällen handelt es sich hierbei um das Phänomen, das Invented Tradition, also dass man Tradition rückwirkend erfindet und einer genaueren historisch-kritischen Untersuchung nicht standhält, weil man sofort merkt, nee, Moment mal, da ist doch viel diverser, viel vielfältiger und viel dynamischer gedacht worden, als es hier in diesem Ansatz wiedergespiegelt war. Ja, es ist, die Kritik ist, dass es die Mehr des reinen Islam transportiert, der dann auf die islamische Frühzeit zurückprojiziert wird, in der sozusagen das Heil voll und ganz da war und man das nur irgendwie wieder wissen muss, was genau da gedacht und gesagt wurde. Und dann ist man bei diesem reinen Islam. Die zweite Möglichkeit, mit Tradition umzugehen, nennt Ibrahim Musa Neo-Traditionalism. Und Neo-Traditionalism besagt Folgendes: Given the impact of modernity on some Muslim educational institutions in the Middle East and East Asia, often by means of coercive state-driven reforms, some sectors of Muslim traditionalism have taken on board elements of modernism in order to constitute neo-traditionalism. Here, both modernity and tradition are viewed as instruments for pragmatic ends. Some critics point out that this approach is deficient in that it creates a tachonomous universe, effectively advocating the privatization of religion and also susceptible to the arbitrary use of tradition without a serious and rigorous knowledge project to sustain it. The neo-traditionalist approach is viewed with some skepticism by doctrinaire traditionalists for its eclectic and pragmatic mix of theological and legal doctrines derived from various schools. Was sagt Ibrahim Musa hier? Er sagt, Neotraditionalismus ist entstanden durch den oft aufgezwungenen Kontakt mit der Moderne, der dazu geführt hat, dass Elemente der Moderne aufgenommen werden. Wichtig ist ihm tatsächlich das Aufgezwungene, weil das nicht beruht auf etwas, was natürlich gewachsen ist,
sozusagen Produkt des eigenen Nachdenkens ist, sondern irgendwie künstlich sich eingeschmuggelt hat in das, was traditionell islamisch gedacht worden ist. Und das bringt einige Probleme mit sich. Zunächst mal sagt man, okay, es ist pragmatisch, Tradition und Moderne zu kombinieren, aber eben nur zu kombinieren. Die Kritik ist nämlich, es entsteht sowas wie eine zweigeteilte Welt, in der auf der einen Seite die Moderne lebt und man sich in der Moderne orientiert und auf der anderen Seite die Tradition und beide existieren ohne Berührungspunkte und ohne Interaktionen zwischeneinander. Aus beiden Bereichen, so die Kritik, wird eklektizistisch zusammengestückelt. Religion wird dann reine Privatsache aufgrund dieser zweigeteilten Wahrnehmung der Welt, die dann keine Orientierung mehr bieten kann für das, was das Leben in all seinen Facetten ausmacht. Und ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel dafür. Wenn es darum geht, wie Mann und Frau organisiert sind in Moscheen und in der Öffentlichkeit, dann werden Sie keinen Mann finden, der ein Problem hat, ganz normal in der U-Bahn neben einer Frau zu sitzen. Und viele muslimische Männer werden auch kein Problem damit haben, eine Frau als Chef. Aber sobald man in den Moschee-Kontext geht, kommt plötzlich eine Dynamik zum Tragen, in der sehr wohl gesagt wird, uiuiui, Frauen, ihre Stimme, das sollte man vielleicht doch ein bisschen separat handeln. Und sollte eine Frau wirklich eine Führungsrolle in der Moschee übernehmen? Vielleicht doch eher nicht. Das heißt, es geht um Mann und Frau, einmal in dem Bereich und einmal in dem Bereich. Und es greifen total unterschiedliche Werte, die nicht in Konversation miteinander stehen. Und das kann, ich will es nicht pathologisieren, aber es kann schon ganz schön sonderbare Blüten treiben. So. Es werden gleich ein bisschen weniger englische Texte, aber nicht viel weniger englische Texte. Was ist denn jetzt der Modernist Transcendentalist Approach? Sie werden gleich sehen, ich werde das gleich ein bisschen auflockern mit ein paar Definitionen jetzt aus dem deutschsprachigen Kontext. Ich werde auch das Englische übersetzen, aber erstmal rein in der englischen Form. The hallmark of modernist transcendentalist approach is that it is almost exclusively a revelation-centered hermeneutic without engaging with the equally important lived experience of the community, in brackets sunnah, as embodied history. Even though this approach has same fate pre-modern antecedents, it received a boost in the modern period in the wake of a revolt against orthodox authoritarianism and clerical monopoly of authority. It also partly stems from a failure to nerve to deal with history. Exaggerated skepticism that reports of the Prophet may have been corrupted during their transmission has also undermined the status of historical resources and implicitly eviscerated the historicity of tradition. Thus, there is an almost exclusive reliance on the Quran as the idealized source of norms and a refusal to attach any credibility to history. There has been little attention to the fact that even transcendent values become manifest in competing and diverse formats. Of course, anchoring an argument on the authority of a divine text can be rhetorically persuasive, but it also predisposes it to modernist absolutism. Ethics in the transcendentalist key play down differences and insist that the latest iteration of ethics is the most perfect incarnation of the revealed norms. Past communities are implicitly judged as having failed to discover the true norms. Only us, modern, have grasped it. But this approach does have the advantage of appealing directly to the authority of scripture with the aura of deriving fresh inspiration from the revelation. A major weakness of this approach is that it presumes that all norms are self-explanatory and literally derived from the revealed sources. It fails to account for the role of the interpreter as co-author
of the normative tradition and our changing subjectivity in both the interpretation and practice of ethical traditions. It is a short step from transcendentalism to text fundamentalism with its accompanying ethical fundamentalism. So, was sagen jetzt für die alle, die nicht so gut Englisch können? Ich hoffe, Sie können das alle viel besser auch als ich aussprechen. Aber was sagt das auf Deutsch? Der modernistisch-transzendentalistische Ansatz. Was hat Ibrahim Musa hier gesagt, einmal auf Deutsch zusammengefasst? Der Fokus dieses Ansatzes liegt auf der Offenbarungsschrift des Islam, dem Koran. Er ist zentral für die Hermeneutik des Ansatzes, wie hier mit Tradition umgegangen wird. Ein Aufschwung hat dieser Ansatz erst in der Moderne gewonnen, als Ausdruck eines Aufstandes gegen das Monopol religiöser Autoritäten und der Orthodoxie. Den Beginn kann man mit einer Reformbewegung setzen, die mit Al-Afrani, Muhammad Abdu und Rashid Ridda begann. Ja, die Motivation war, dass da Tradition als Hemmnis gesehen wurde. Fast die ganze islamische Welt war kolonialisiert. Man stellt fest, der Westen ist intellektuell überlegen, wirtschaftlich überlegen, militärisch überlegen. Man fragt sich, woran kann es liegen? An der Last der Tradition. Also lassen wir die Tradition, gehen direkt an den Koran, benutzen unsere Vernunft und suchen Antworten auf die Herausforderungen der Moderne. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber hat wie alles auch einen Hasenfuß. Es existiert in diesem Ansatz eine große Skepsis gegenüber der Authentizität der Überlieferung zum Leben Mohammeds, also der Lebenspraxis des Propheten, der Sunna und dem Hadith der Überlieferung dazu. Der Koran wird als idealisierte Quelle religiöser Normen verstanden. Die Kritik, die jetzt kommt, also was daran schwierig ist, ist, dass man eigentlich Koran und Sunna, also das, wie der Prophet, wie Mohammed das inkooperiert hat, schwer voneinander zu trennen ist. Ja, der Koran wird durch die Sunna interpretiert. Er bekommt erst dadurch seine Geschichtlichkeit, seine Greifbarkeit, dass Menschen versucht haben, dem Sinn zu geben. Dadurch bekommt der Text erst einen Kontext, der sich dann auch im Lauf der Zeit ändert. Das heißt, im Umkehrschluss, was die Kritik ist, in diesem Ansatz des transzendentalistischen Ansatzes, ist Geschichte als Lernort von Theologie nicht vorgesehen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was Ibrahim Musa ganz wichtig ist. Eine transzendentale Wahrheit, sagt er, so sie denn existiert, zeigt sich in vielfältigen und divergierenden Formen. Er sieht in diesem Ansatz, der eigentlich ja ein Befreiungsschlag gewesen sein sollte, die Gefahr des modernen Absolutismus, der annimmt, dass in der Vergangenheit eigentlich eher geirrt wurde und die richtige Interpretation die ist, die jetzt sozusagen da ist. Tradition ist dann auch eher gefährlich, weil in der Tradition Fehlinterpretationen vorhanden sein können. Im Gegenteil, dieser Ansatz sagt, es wird frisch an den geoffenbarten Text rangegangen und frisch aus diesem Text Ergebnisse gezogen. Was fehlt, ist, dass Kultur und Geschichte eben auch mäßigend, konsenssuchend, verlangsamt wirken kann. Das ist in diesem Ansatz schwer zu finden. Es wird nicht dem Fakt Rechnung getragen, ganz oft zumindest nicht, dass der Text nicht selbsterklärend ist, sondern die Interpretinnen und Interpreten Co-Autoren in der Tradition sind. Nochmal ein Zitat von Ibrahim Musa. Text fundamentalism in part perpetuates the fiction that the text, damit ist immer der Koran gemeint, actually provides the norms and we merely discover the norms. The truth is that we make the norms in conversation with the revelatory text. Also Textfundamentalismus wiederholt eigentlich so ein bisschen diese falsche Vorstellung davon, dass der Text schon die Normen beinhaltet und wir müssen sie nur entdecken. Er geht vielmehr davon aus, dass Menschen, Interpreten in Konversation mit dem geoffenbarten Text die Normen entwickeln. Und an dieser Stelle mache ich jetzt noch mal ein paar Begriffsdefinitionen, weil das aber nicht der Schwerpunkt ist, Salafismus und die beiden anderen Begriffe, die ich nenne, nur sehr holzschnittartig, aber insofern, als dass ich einen Fokus darauf lege, wie hier mit Tradition umgegangen wird.
Ja, bei Salafismus kann man sagen, auch da back to the roots, zu den As-Salaf-Salih, das sind sozusagen, ist die Generation, die als Prophetengefährten bezeichnet werden, wo man sagt, da liegt ein ganz besonderer Segen drin, da ist besonders wenig fehlerhaft, also wenig Fehlerhaftes vorhanden. Also in Teilen ein ähnlicher Ansatz wie das, was ich eben genannt habe, in Teilen aber auch widersprüchlich, wenn der transzendentalistische Ansatz sagt, nee, die Tradition ist vielleicht auch schwierig und die jetzige Interpretation ist die richtige und die passende. So geht Salafismus zu der Wurzel und sagt, wir nehmen die ganze Tradition auch weg, die behindert uns, die macht uns langsam. Wir gehen zurück zu dem, was ein reiner Islam sein soll. Unter Salafia versteht man eine traditionalistische islamische Bewegung, die in den letzten Jahren der Herrschaft Mohammeds in Mekka ideal sieht. Die Salafia ist zwar keineswegs mit dem islamischen Fundamentalismus gleichzusetzen, dennoch gibt es viele Berührungspunkte zwischen beiden Bewegungen. Vor allem, da viele Fundamentalisten ihre Vision einer gereinigten islamischen Welt mit der jener Zeit, die Salafia im Blick hat, gleichzusetzen versucht. Dabei handelt es sich wohl um einen Fall von erfundener Tradition, den Begriff hatten wir eben schon mal, von Invention of Tradition. Ja, das heißt, der salafistische Ansatz muss nicht unbedingt etwas gemeinsam haben mit fundamentalistischen Ansätzen, aber die Schnittstellen sind sehr groß. Die Salafia zeichnet sich dadurch aus, zu sagen, Tradition ist ein Hemmschuh, ist ein schwerer Sack, den wir immer mittragen, den lassen wir los, gehen zurück zu den Wurzeln und nehmen den Koran in den Blick, um mit Vernunft zu neuen Ergebnissen zu kommen. Islamismus, und da gehe ich auf die Arbeiten von Olivier Roy ein, in Bezug auf die Tradition negieren sie so etwas wie gewachsene und vielfältige Tradition. Es gibt eine Entkopplung von Religion und Kultur. Das, was ich eben schon angemerkt habe, dass die Inkulturation von Religion, von religiösen Vorstellungen auch mäßigend, vermittelnd, verlangsamt wirken kann, was manchmal wichtig ist, entfällt hier. Ja, es ist oft eine Reaktion auf eine Minderheitensituation. Es reagiert auf ein Gefühl von Entwurzelung nach einer Assimilation. Auch hier finden wir, wenn wir auf den Islamismus geben, so etwas wie eine Reborn Identity, wo es eine Wiederentdeckung der eigenen religiösen Tradition, einer eigenen Religion gibt, aber ohne es zu verknüpfen mit einer gewachsenen Tradition, sondern die aus ideologisierten Versatzstücken konstruiert ist. Ja, es ist die Idee, es gibt keine Theologie, es gibt sowas wie einen unmittelbaren Glauben, es ist eine Betonung auf die Normen, die sich dann manchmal nur in Halal und Haram ausdifferenzieren. Ja, im Islamismus finden sich ein Zusammenschluss von Individuen und ich finde das sehr passend. Olivier Roy hat den Begriff der McDonaldisierung des Islams geprägt. Also dass der Islam so wie McDonalds über auf der Welt gleich schmeckt, wenn er von der Kultur und von der gewachsenen Tradition entkoppelt ist, redet er von einer McDonaldisierung des Islam. Es gibt dann so etwas wie das Phänomen des McHalal, wo es einen Absolutheitsanspruch gibt, das ist das, was eigentlich Islam ist. Man kann dann auf Google in Suchmaschinen Fragen eingeben und bekommt die eine Antwort, die als die eine Antwort auch formuliert wird, wo man so ein universales Passepartout für alles findet. Es hat ein bisschen was auch von einer mystischen, messianischen, transnationalen Befreiungsbewegung mit dem oft gleichen Feind, den auch die extreme Linke hat, nämlich der imperialistische Westen bzw. Amerika. Ich will auch den Begriff Neofundamentalismus einführen und Sie sehen vielleicht oder können erahnen, dass es Überlappungen und Überschneidungen gibt und trotzdem sind das voneinander distinkte Fachbegriffe. Und auch hier die Frage, wie wird hier mit Tradition umgegangen? Von den tatsächlich gepflegten, konkreten Traditionen in den sehr verschiedenen traditionellen islamischen Gesellschaften greift man sich in diesem Konzept, sich dekontextualisierte, möglichst drastische Elemente,
die in ein rabiat, nostalgisches Weltbild passen und pflegen ansonsten allenfalls ein traditionalistisches Brimborium, das aber so designt ist, dass es eben gerade global und kulturübergreifend ankommt, bei Bewohnern komplett zerstörter Bergwelten ebenso wie bei nervös unzufriedenen Jungstädtern. Also Sie sehen, mein ganzer Anmarsch geht darauf hin, dass Tradition wichtig ist, aber ich werde Ihnen sagen, in welchen Konzepten ich sie eben für wichtig halte, damit sie nicht der Diagnose, das ist ein behindernder Ballast, entspricht, sondern sich als einen Schatz herausstellen kann. So, das Konzept, was ich favorisiere, aber auch das hat natürlich seine Schwierigkeiten, ist das Critical Traditionalism. Und hier auch erstmal nochmal Ibrahim Musa in Originalstimme. Critical Traditionalism is an emergent trend in Muslim ethics. Intellectuals who lean towards this ethical orientation view the juristical tradition as a work in progress. They invoke the critical thinkers of the past, historicize the tradition, and adopt contemporary knowledge and experience as part of tradition. Some in these trends identify themselves as progressive or critical Muslim thinkers. A growing number of scholars in the Muslim world, especially in Iran, as well as those living in the Atlantic world, have succeeded in engaging both the Muslim and Western knowledge traditions. Often, those identified with critical traditionalism are engaged in new ethical and legal interpretations of the tradition. Here, the attempt to effect a new knowledge synthesis starting with traditional Muslim religious science in a dialogical engagement with the modern social sciences and the humanities. Of course, this tradition appreciates the multiple and diverse identities of Muslims and the self-reflexive nature of their subjectivities. What sets the progressive or critical approach to tradition apart from other versions is its concern for the coexistence of the transcendent and the historical dimension of a religious tradition. Norms are generated through the dynamic interaction between the transcendent authority and the mediation of human history. Was meint damit? Was für einen Umgang mit Traditionen favorisiert Ibrahim Musa? Jetzt nochmal auf Deutsch zusammengefasst. Kritischer Traditionalismus, was in Englischen Critical Traditionalism klingt für mich irgendwie eleganter, aber ich habe nichts Besseres bisher gefunden in der Übersetzung. Wichtig ist hier, Theologie, Ethik und Recht werden als Prozess gedacht. Erfahrungen, also Praxis und moderne Wissenschaften, sind wichtige Quellen des wissenschaftlichen Nachdenkens über den Islam und dessen Weiterentwicklung. Das Wissen über die Tradition ist nicht deckungsgleich, und das ist wichtig in diesem Ansatz, nicht deckungsgleich mit Tradition. Dazu komme ich gleich nochmal ausführlicher. Tradition selbst ist ein höchst dynamisches, produktives, den ganzen Menschen betreffendes Geschehen. Inhalte der Tradition werden mit Methoden aus den Geisteswissenschaften neu erschlossen und rekonstruiert. Echt? Die Gehalte der Tradition werden durch bestimmte Kriterien neu erschlossen. Was also ist im Ansatz von Ibrahim Musa Tradition? Und er, sein Gewährsmann, und Sie sehen, für mich ist er ein ganz entscheidender Denker, ist, weil es auch mein Gewährsmann in dieser Kombi ist, ist Al-Ghazali. Und er sagt also, in this in-betweenness, this engagement with more than one intellectual and cultural tradition was precisely the source of his creativity and physical restlessness. Also da beschreibt Ibrahim Musa Al-Ghazali und sagt, naja, gerade weil Al-Ghazali so zwischen allen Stühlen war und sich bewusst einen Platz zwischen allen Stühlen ausgesucht hat, also verschiedene Traditionen ins Gespräch miteinander gebracht hat, war er so ein produktiver und konstruktiver Denker und war neugierig. Und nochmal Ibrahim Musa. I do not advocate that one should view knowledge of the tradition as sacred and unchanging. Rather, it is subject to interrogation, correction and advancement. For the upshot of all knowledge, it is not that it should be adored and worshipped,
but that must be put to use and result in ethical practice. Therefore, the major question, if not the most challenging one, is that arises, is whether a praxis has to be perpetually resemble its origin. The answer to this rhetorical question is not easily soluble. The answer is negotiated in the tradition, the state of what one is, and more importantly, how one exists. One thing is for sure, tradition is definitely not a collection of texts. That would be only one source of knowledge of the tradition. Tradition is a state of mind and a set of embodied practices. Also der Punkt, den macht, ist, Tradition ist nicht irgendwas, was ich habe, mit dem ich irgendwie umgehen kann, sondern Tradition ist, darauf komme ich später noch etwas, was mir als kollektives Gedächtnis immer schon mitgegeben ist. Und ich kann gar nicht anders, als irgendwie damit umgehen. Und dann sollte ich mir bewusst überlegen, wie ich damit umgehe. Ja, die Zusammenfassung ist jetzt, und ich hoffe, ich komme mit den 5 Minuten, die noch sind, aus. Er gibt eine schlüssige, meines Erachtens eine schlüssige Antwort darum, warum es sinnvoll ist, sich mit der Tradition zu beschäftigen, weil sie in heutige Interpretationsanstrengungen immer schon eingebunden sind, weil es Teil des kollektiven Gedächtnisses, was man als Muslimin, als Muslim, als Angehörige anderer weltanschaulicher oder religiöser Tradition mitbringt, weil das immer schon eingeschrieben ist in jeden Interpretationsversuch. Im Anschluss an Gadamer lässt sich also formulieren, Tradition formuliert immer schon ein Vorurteil, mit dem ich an bestimmte Texte herangehe, welche die interpretative Erschließung von Texten also prägen. Und jetzt ist es wichtig, wenn ich diese Traditionsstränge bewusst rekonstruiere, wenn ich also merke, was bestimmt denn mein Blick auf die Welt, weil erst dann kann ich emanzipatorisch sagen, und das möchte ich auch bewusst als Teil meiner Tradition haben oder eben bewusst zur Seite legen und was anderes annehmen. Ja, es ist also, er hat den Begriff selber nicht eingeführt, aber maßgeblich geprägt, den des Critical Traditionalism der Ebrahim Musa und meint eben das, und da ist sein Gewährsmann eben Al-Razali, dass die Tradition immer entsprechend der Wissensstände der Zeit neu erschlossen werden muss. Dass also das, was man über die Zeit hat an Einsichten und Erkenntnissen, im Austausch mit Geisteswissenschaften neu zum Sprechen bringt und auf ihre Sinnhaftigkeit hin erprobt. Genau, und wenn er sagt, dass Critical Traditionalism ist, Tradition entlang von Kriterien zu rekonstruieren, dann kann man begründet zum Beispiel zu dem Schluss kommen, wie ich es persönlich jetzt hier gekommen bin, ein besonderes Merkmal auf die friedensstiftenden und emanzipatorischen Impulse der Tradition zu legen. Weil wo die Salafis recht haben ist, wenn ich die ganze Tradition immer mit mir nehme, ich überziehe 2 Minuten, dann ist man sehr bewegungsunfähig, das heißt, es ist wichtig, sich Kriterien zu suchen und ich werde gleich nochmal am Ende in meiner letzten Folie sagen, was das Interessante an den Ansätzen ist, die sich an den Critical Traditionalism anlehnen oder mit dem ein bisschen verwandt sind. Und das ist jetzt Khaled Abul Fadl und er nimmt einen Begriff von Umberto Eco. Umberto Eco hat angefangen mit das offene Kunstwerk und hat dann das kombiniert mit dem Begriff des Work in Movement. Und sagt, dass das auch zutreffend ist für den Koran, den Umgang mit dem Koran und der Sunna, dass sie Works in Movement sind. Das heißt, sie sind nicht offen für jedwede Interpretation, aber dafür, dass sie immer neu entsprechend den Fragen und Herausforderungen der Zeit zum Sprechen gemacht werden. Wichtig ist, was in den anderen Ansätzen manchmal man unterstellen könnte, ist, dass wenn man ich mache es gleich auf Deutsch, um die Zeit zu sparen. Also, er sagt, Koran und Sunna sind Texte im Prozess
Und man kann darauf zurückgehen, auf Shah Waliullah aus dem 18. Jahrhundert, der von einer Progressive Revelation schon gesprochen hat. Nicht in dem Sinne, dass man zum Koran noch Texte dazu bringt, aber in dem Sinne, dass dadurch, dass der Koran immer wieder neu interpretiert wird, entsprechend den Herausforderungen der Zeit, sich das, was der Koran zu sagen hat, nie endlich erschließen kann. Ja, oder das Konzept des Mujaddid ad-Din, unter anderem bei Al-Razali, also des Erneuerers in der Religion. Für Farhad Abu'l-Fadl ist wichtig, dass der Text zu jeder Zeit neu spricht und Bedeutung gemacht wird. Er sagt, den Text für neue Interpretation zu schließen, ist arrogant. Und die Studierenden, die bei mir schon mal dabei waren in dem Kurs, in dem ich das thematisiere, wissen jetzt, was ich sage. Da man damit das eigene Wissen mit dem Wissen Gottes gleichsetzt. Also wenn ich endgültig sage, und das ist jetzt das, was die Tradition zu sagen hat, dann setzt man sozusagen menschlich generiertes Wissen über göttliches Wissen und eigentlich macht man damit Schirk, nur mal so nebenbei. Also Gott, neben Gott etwas beigesellen. So. Tradition ist wichtig, so Rahal Abu'l-Fadl, muss aber kritisch immer wieder neu erschlossen werden. Zum Umgang mit den Texten, die über den Propheten überliefert sind und in den verschiedenen Wissenschaften analysiert und interpretiert werden, gehört auch die Analyse darüber, sagt er, warum welche Texte wie in den Kanon autoritativer Texte aufgenommen werden. Und Kisha Ali, um es mal ganz praktisch zu machen, fragt, warum ist es denn kein autoritativer Text geworden, dass Mohammed seine Kleidung selbst gewaschen und gepflegt hat? Wie kann man ja mal fragen, warum es Texte gibt, die werden autoritativ? Andere Texte, die auch überliefert sind, verschwinden irgendwie. Farid Ishaq greift jetzt ein bisschen das auf, wo die ersten Ansätze kritisiert wurden, dass sie nicht so viel mit der Lebensrealität von Menschen zu tun haben. Und er macht radikal das Gegenteil und sagt, ich sage nicht, das ist Islam, sondern ich sage ganz eindeutig, um wissenschaftlich valide zu sein, was ist meine Hermeneutik? Seine Hermeneutik ist, ich argumentiere für die Freiheit, die Bedeutung und den Gebrauch der Schrift einer radikal geteilten, ausbeuterischen und patriarchalen Welt neu zu durchdenken und hermeneutische Schlüssel zu formen, die uns in die Lage versetzen werden, den Text so lesen zu können, dass er die Befreiung aller voranbringt. Also er sagt, ich habe ein Ziel, die Befreiung aller, meine Diagnose ist, die gibt es in der Welt nicht und ich entwickle jetzt solche Art von Schlüssel, die diesem Ziel dienen. Das heißt, er geht mit der Tradition so um, dass er sie kritisch sieht, dort, wo sie nicht der Befreiung aller dienen, sind es zu überwindende Traditionen. Und wenn Sie an den zweiten zu kritisierenden Ansatz denken, zumindest den Ibrahim Musa kritisiert hat, ist dieses Zitat von Farid Ishaq noch wichtig. Islam als Religion ist auch eine Lebensweise. Ich habe nur noch eine Slide. Und Gott zu verehren ist nur ein wichtiger Teil dieser Religion. Wenn unsere gottesdienstlichen Handlungen nicht mit unseren Lebensvollzügen und mit der Sensibilität für das Leiden und die Fragen der Menschheit verknüpft sind, dann werden diese zu einem sicheren, angepassten, gewissermaßen stromlinienförmigen Teil unserer Religion. Einem Teil unserer Religion, den die südafrikanische Regierung unterstützen wird. Ja, die Gefahr, die Sie hier vielleicht sehen, ist, was vorhin auch schon mal als eine Gefahr angedeutet war, es gibt hier eine dezidiert interessengeleitete Hermeneutik. Also man macht ganz klar, man gibt nicht vor, man repräsentiert die ganze Tradition, man sagt auch nicht, ich negiere Tradition, sondern hier ist klar, es gibt ein Interesse und entsprechend des Interesses wird von der Tradition Gebrauch gemacht, hat, was aber eben zu einem sehr eklektizistischen Gebrauch führen kann. Letzte Slide. Weitere Umgänge mit der Tradition wäre zum Beispiel ein Ansatz des Liberal Islam, des Progressive Islam, des Prophetic Islam, des feministischen oder gendersensiblen Islam. Und es gibt viele andere, aber sie haben eine Gemeinsamkeit. Sie machen deutlich die jeweilige interessengeleitete Hermeneutik, die bestimmte Inhalte der Tradition zulasten anderer begründet hervorheben. Also sie erheben nicht den Anspruch zu sagen, das alles ist Tradition. Diese Ansätze sagen nicht, Tradition ist uns nicht wichtig, aber sie begründen, warum sie bestimmte Stränge aus der Tradition weiterdenken und bestimmte nicht. Dankeschön für Ihre Geduld bis hierhin.